Und schon jetzt lassen die Hoteliers kein gutes Haar an der neuen Datenschutzgrundverordnung der EU, die im kommenden Jahr in Kraft tritt. Für Hoteliers bedeutet die Verordnung deutlich mehr Aufwand. Außerdem drohen bei Fehlern horrende Strafen, so die Kritik. Andreas Heyer berichtet. Für die meisten Hotels gehört es im digitalen Zeitalter zum guten Service dazu. Man verschickt in regelmäßigen Abständen einen Newsletter. Hat man dafür nicht die ausdrückliche Zustimmung des Empfängers eingeholt, könnte das mit dem Inkrafttreten der EU-Datenschutzgrundverordnung ab Mai 2018 hohe Strafen nach sich ziehen. Der Geldbußenrahmen ist bis zu 20 Millionen Euro oder 4% des weltweiten Jahresumsatzes im abgelaufenen Wirtschaftsjahr. Das heißt, die Androhung ist wirklich heftig. Gerade für Hotels sei das Thema Datenschutz eine große Herausforderung, da man beispielsweise im Zuge der Allergenverordnung viele künftig hochsensible Daten erhoben hat. Das sind Gesundheitsdaten, sehr sensible Daten. Das heißt, hier muss man sehr kritisch drauf schauen, was darf ich in Zukunft noch erheben, was muss ich wieder löschen, was kann ich weiterverarbeiten. Das heißt, ein großes Problemfeld zum Beispiel, ja. Dadurch entsteht im Bereich Datenverarbeitung ein erhöhter Verwaltungsaufwand, verbunden mit zusätzlichen Kosten und deutlichem Unmut bei den Hoteliers. Das sind ja lauter kleine Puzzlesteine, die in Summe natürlich ins Gewicht fallen. Und der Staat muss sich schon überlegen, was er möchte, entweder Investitionen oder Verwaltung. Er will Verwaltung und er wird ernten, was er sieht. Die Verordnung verfehle damit ihr eigentliches Ziel, kritisiert der Tourismusberater. Der Auftrag, mehr Rechte und mehr Sicherheit den Konsumenten zu geben, hat aber bewirkt, dass eigentlich die kleinen und mittelständischen Hotels zum Handkuss kommen und große Plattformen eigentlich davon profitieren. Nichtsdestotrotz, die Verordnung wird in Kraft treten und um künftig kein Problem mit der Datenschutzbehörde zu bekommen, gilt es, sich vorzubereiten. Wichtig ist hier vor allem, einige Schritte einmal zu beachten. Welche Daten sammle ich? Wie werden die gespeichert? Welche Zustimmungen von Kunden habe ich? Wie kann ich Auskunft geben zu meinen Kunden? Und wie ist generell Datenschutz in meinen Unternehmen einmal geregelt? Das sind schon die wichtigen Fragen, um sich heranzutasten und dann grundsätzlich ein kurzes Datenkonzept zu erarbeiten. Wer seine Hausaufgaben macht, wird auch die möglichen drakonischen Strafen vermeiden.